Morgen, Leute, wo stehen wir jetzt? Ich glaube bei Folge 49. Heute wird wieder ein bisschen was Grillkotter-mäßiges gemacht. Zum einen dieses Paket auspacken von Skandinavik. Ich weiß, was drin ist, weil ich habe die Packliste schon in der Hand gehabt. Und ja, das werden wir dann montieren und pinseln und streichen. Und zum anderen hätte ich heute eigentlich vorgehabt, die Wand zu streichen mit dem tiefen Grund. Aber, Moment. Zoomen wir mal etwas her. Na. Ihr seht lauter feuchte Stellen. Das heißt, Tiefengrund heute, da muss es trocken sein. Dann werde ich den Tiefengrund wohl doch irgendwann mal unter der Woche am Abend streichen müssen. Hilft nichts. Naja, vielleicht ist es dann auch etwas wärmer, weil heute ist es arschkalt. Gut, aber ich muss jetzt noch schnell ein paar Reifen montieren. Und dann werde ich das Paket auspacken. So, Freunde, Stunden später, Davis und Konsorten waren auch noch da, die haben auch noch Reifen montieren müssen. Können wir mit unserem Ausbackerle anfangen. Im Hintergrund übrigens steht meine neue Frontscheibe. Kommt nächstes Wochenende rein. Also einpacken können sie ja bei Skandinavik. Aber lieber so, als dass die Schädigungen dran sind. Aha, ich sehe es. Tada, die zweite Schublade ist da. Und dann kommt natürlich noch was raus. Zweite Schildchen. Und dann werden wir das Holz hier streichen. Ja, sehr schön, sehr schön. Da muss ich jetzt gucken, ob ich noch Anpassungsarbeiten machen muss, wegen der Schräge. Und ja, dann werde ich das Ganze vorbauen und dann beide oben hin machen. Und wenn das soweit ist, hole ich euch wieder dazu. Dann dürft ihr sehen, was hier drauf steht, auf der anderen Seite. Sehr geil. Jo. So, dann noch den Knubbel. Jetzt lassen wir das Ganze trocknen, dann wird es nochmal geschliffen und dann wird es nochmal entlackiert. Fertig. Und jetzt ein Memo an mich selber, überweise noch die Kohle dafür, bevor ich das vergesse. Jo, also sprich, ich habe es nicht umsonst bekommen. Leute, dann gehe ich jetzt raus und werde mich um die Schilder kümmern. So, Freunde, es ist, wie ich schon vermutet habe, aber das ist kein großer Beinbruch, weil ich lege einfach das Brett hier an. Stichsäge absägen, fertig. Und das mache ich jetzt. Für mich jetzt ist die Stichsäge einfacher, als wenn ich jetzt die Kreissäge auspacke. Deswegen mit der Stichsäge. Aber das Sägestück ist nachher eh unterm Holz.
kann ich hinausgehen, vorbohren, festschrauben. Dass es auch vorgebohrt ist. Noch den Bit rein. Dann die Schrauben. Schön verschrauben. Fertig. Ach so, ihr könnt gar nicht lesen, was da oben steht. Na, so ein Pech aber auch. Aber ich drehe für euch schnell die Cam. Ein bisschen nach oben. Ja, aber ihr könnt es euch bestimmt schon denken. Was wird da oben stehen? Ja. Ganz klar. Mein Schatz muss ja auch noch mit verewigt werden. Dann wäre die Krikota eigentlich ja so ziemlich fertig von außen. Und ja gut, Blumen dann noch im Sommer mit rein wieder, wenn es wieder schön wird. Halt, da an der Ecke fehlt noch was, das kommt auch noch hin. Außer so Dekoartikel und so. Jetzt warte ich, dass die Schublade soweit trocknet, dass wir die noch schleifen können und ich die auch heute noch da reinschrauben kann. Jo. So, soweit halbwegs trocken. Dann fahre ich da mal schnell mit dem 180er drüber. Und gut ist. Ja, so schnell geht es. Jetzt noch schnell den Knauf schleifen. Und dann kann ich nochmal drüber lackieren. Oder lasieren. Wie man es halt nennen mag. Warum der ganze Aufwand? Ganz einfach, wegsgriffeln, dass man das wieder abwischen kann. Und warum nochmal schleifen? Beim Lasieren stellen sich die Holzfasern ein bisschen auf und die haben wir jetzt abgenommen und jetzt tun wir nochmal die Deckschicht drauf. Fertig! So Leute, das Ding ist hier soweit fertig. Muss jetzt wieder trocknen. Ich glaube, jetzt haben wir schon nach 5:30. Das muss ich jetzt dann nicht unbedingt zeigen, wie ich den Knubbel da wieder drauf schraube und nachher in der Grillkotter liege und das Ding von unten an die Sitzbank hinschraube. Das sparen wir uns jetzt, weil ansonsten käme das Video erst recht spät. Ja, dann wäre es das mit dem heutigen Update. Grillkotter habt ihr ja ein bisschen gesehen mit den Schildern. Gut, dann heißt es abwarten, welches Video als nächstes rauskommt. Ich weiß es ja. Werde ich heute dann auch noch bearbeiten. Dass das eventuell dann gleich morgen habt. Leute, wir sehen uns.